den ich für einen guten Schauspieler hielt und der sich im Fernsehen eben durch den Alten und so weiter konnte kaputt gemacht hat. Der war so vielseitig und der konnte so wunderbar sein. Der Lowitz, der war in Meuterei auf der Kane, spielte der hinreißend diesen Kapitän. Und da habe ich dann den Film gesehen mit Humphrey Bogart, lächerlich gegenüber Lowitz. Also der Tappert, auch ein hervorragender, vielseitiger, interessanter Schauspieler, aber dann wurde er Derek. Also so eine lange Serie hätten Sie auch nie gemacht? Habe ich nie gemacht. Man hat sie mir mal vorgeschlagen, nach Götz George, dem Krimi, dem Tatort-Krimi zu machen. Ja. Das haben wir versucht und haben nichts gefunden. Ich habe es dann gelassen. Ah ja. Ich wollte nicht so eine Serienfigur, das wollte ich eben nicht. Ich habe es im Ansatz mal versucht, drei, und dann wurden die Bücher so schlecht. Es war für mich so eine Serie, das wollte ich nicht als Schauspieler auch nicht sein, so eine Figur. Nicht? Also das war nicht mein Ehrgeiz. Also überhaupt. Und für andere mag das toll gewesen sein. Die waren auf einmal Derek, international bekannt. Ja. Nicht? Haben Sie das Gefühl, dass junge Menschen mit Ihnen respektvoll umgehen? Doch schon, ja doch. Ich glaube schon, dass ich, man weiß es ja selber nicht, wie sie denken, was sie von einem denken, was sie von einem halten, das weiß man ja nicht. Aber im Umgang, im direkten Umgang, muss ich sagen, fühle ich mich schon respektiert. Duzen Sie sie auch oft? Meine Lektorin, die ich gar nicht kenne, hat mir gleich geschrieben, ich bin jetzt deine Lektorin und wir werden jetzt zusammenarbeiten. Und da bin ich dann immer etwas erstaunt, dass dieses Du heutzutage so empfinden Sie das als... Oh ja, absolut. Ich kann also sehr, sehr gut auskommen, wenn ich selber die Distanz fühle, ist für mich Sie...